Hi zusammen, ich habe heute endlich mal wieder einen Tag für euch. Das haben sich ja viele gewünscht. Und ich habe diesen Tag bei vielen amerikanischen Gurus schon gesehen und da hat mir sehr gut gefallen. Und ich dachte mir auch, so könnt ihr so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie das so ist, Videos zu drehen. Und ich habe ihn noch nicht bei deutschen YouTubern gesehen, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn da welche mitmachen und mir eine Videoantwort schicken. Und ich fange jetzt auch direkt mal an mit den Fragen. Die erste Frage ist, wie viele Stunden verbringst du damit in der Woche, Videos zu drehen und zu schneiden? Sorry, wenn die Grammatik bei den Fragen komisch ist. Ich übersetze es jetzt gerade direkt aus dem Englischen. Ich kann mal so sagen, ich hatte zeitlang ja 7 Videos die Woche. Das war ein bisschen viel, weil man muss rechnen pro Video. Also das Minimum ist für überlegen, was machst du, drehen, schneiden, importieren, exportieren, hochladen, bis das Video dann online ist, sind Minimum 4 Stunden pro Video. Und wenn es dann, also es sind so einfache Videos wie ein Tag oder so, wo ich einfach nur rede oder ein Haul-Video und ein Tutorial dauert auf jeden Fall so mindestens 6 Stunden, würde ich sagen. Oftmals bis zu 10, 12 Stunden. Ich habe auch bei den Twilight Looks zum Teil, glaube ich, länger gebraucht mit 15 Stunden pro Video oder so. Ist ganz unterschiedlich. Und mittlerweile mache ich ja 3 Videos pro Woche, manchmal auch 4 und auch öfter aufwendige Videos. Also ja, und dazu kommt natürlich noch, was es nicht in der Frage inbegriffen ist, die Kommentare, die Nachrichten und so weiter. Ich bin froh, dass ich Studentin bin im Medienbereich und wir sehr viel Freiraum haben und auch während der Vorlesung haben viele ihre Laptops auf dem Tisch. Das heißt, wenn eine Mail kommt, kann ich die direkt beantworten. Den ganzen Tag, ich bin sozusagen von morgens 8 Uhr bis abends 10 Uhr circa immer wieder mit YouTube beschäftigt und es ist schon so ein Fulltime-Hobby. Ja, auf jeden Fall. Zweite Frage, bin ich eher ein Sparer oder ein Ausgeber? Ich übersetze es halt ganz grob. Also ich würde sagen, ich bin ein bisschen von beidem. Wenn ich jetzt zum Beispiel in DM-Drogerie gehe und es gibt eine neue LE, denke ich dann nicht groß drüber nach, weil die Sachen ja nur zwischen 1 Euro und 4 Euro kosten oder 5 Euro. Und da kaufe ich doch mal schneller was, auch unter anderem, weil ich eben YouTuber bin und dann Sachen für euch testen möchte oder für Verlosungen kaufe. Das heißt, da bin ich eher ein Ausgeber, weil ich da nicht so groß drüber nachdenke bei den Beträgen. Aber wenn ich mir zum Beispiel eine Urban Decay Palette hole, dann spare ich schon drauf in dem Sinn, dass ich mir das gönne nach Geburtstagen, nach Weihnachten oder wenn von diesen Festen noch was übrig ist an Geld, dann kaufe ich mir das irgendwann unter dem Jahr. Also ich gebe das Weihnachtsgeld nicht immer sofort aus, sondern lege mir das beiseite für Sachen, die ich gern hätte. Somit bin ich auch ein Sparer und ja, also ein bisschen von beidem. Dritte Frage. Was macht das Drehen vor der Kamera oder das Sitzen vor der Kamera für mich angenehm? Also wie fühle ich mich da wohl? So irgendwie. Ja, ganz einfach. Zunächst mal, ich bin zu Hause. Ich kann mir das hier alles einrichten, damit ich mich wohlfühle. Ich kann mich vorbereiten in dem Sinn, dass ich mir bei einem Tutorial überlege, welche Produkte verwendest du, zumindest circa, und kann mir das schon mal richten. Und der ganz große Vorteil natürlich, es ist nicht live. Ihr seht mich ja in ein paar Stunden verspätet. Das heißt, wenn irgendwas passiert im Tutorial, irgendwas umfällt oder ja, es mir einfach nicht gefällt oder das Licht schlecht ist, irgendwie sowas, dann kann ich das nochmal drehen. Natürlich ist es ärgerlich bei einem aufwendigen Make-up-Tutorial, wenn ich das dann nochmal machen muss. Es kam auch, glaube ich, noch nie vor. Aber ja, das ist schon eine Sicherheit auf jeden Fall, weil ja, das macht es angenehm für mich, dass ich weiß, es ist nicht live. So. Was ist meine schlechteste Haar- oder Make-up-Angewohnheit? Bei der Frage weiß ich es gar nicht so genau. Wahrscheinlich, was jetzt das Videodrehen betrifft, dass ich ständig, wenn ich meine Haare aufhabe, ständig irgendwie so mache. Das liegt aber auch einfach an meinen Haaren, weil nach einer Weile der Pony so vorkommt und das gefällt mir nicht. Aber Haarspray mag ich überhaupt nicht. Da bin ich gar kein Fan davon. Und ich habe meine Haare vorhin frisch gebürstet, was ich normalerweise nicht mache. Wenn sie trocken sind. Ich mache das ja nur alle 2 Tage, wenn ich die Haare frisch gewaschen habe. Aber heute Nacht bin ich irgendwie so drauf gelegen, dass sie mir nicht mehr gefallen haben. Deswegen habe ich die gebürstet. Und damit die sich einigermaßen legen, mache ich die ganze Zeit irgendwie so. Und ja, das ist so eine, finde ich, eine schlechte Angewohnheit, die ganze Zeit in den Haaren rumzumachen. Und beim Make-up weiß ich jetzt nicht. Es haben mich einige darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Wimpern nicht so richtig ab dem Ansatz tusche. Und da habe ich mal drauf geachtet und da habt ihr recht. Das habe ich jetzt aber geändert. Also sehe ich zumindest so. Ich gebe mir jetzt Mühe, die mehr vom Ansatz abzutreffen. Und seitdem sind die auch so ein bisschen voluminöser. Das war also ein sehr guter Tipp. Das ist aber jetzt keine schlechte Angewohnheit mehr. Das war mal eine. Ein Zitat,
wo ich wünschen würde, dass die Welt danach lebt. Ja. Also ein Zitat direkt mit den Worten, die ich jetzt verwende, gibt es nicht. Aber so ein Leitspruch für mich ist eigentlich, wenn du anderen gönnst, was sie haben, wenn du glücklich für andere bist, andere lobst, das heißt, wenn sie mal was Schönes anhaben oder hübsch sind, dass du dann einfach auch zu fremden Menschen, das mache ich auch, hingehst und sagst, du bist richtig hübsch. Und dieses Gefühl, wenn man anderen sagt, du bist hübsch oder du hast was toll gemacht, wenn du dich für andere freust und es anderen gönnst, dann fühlst du dich selber so viel besser. Und wenn das alle machen würden, dann, weil wenn man ein Kompliment bekommt, freut man sich. Wenn man eins gibt, das ist eben das Große, dann freut man sich auch. Und dann werden alle gut gelaunt. Ich bin halt so ein hoffnungsloser Optimist und ein bisschen naiv, ich weiß. Aber ich finde es einfach eine schöne Idee, wenn alle danach leben würden, weil... ja, weil es macht das Leben einfach positiver, wenn man positiv ist. So, das war eigentlich ein gutes Zitat. Wie viel Zeit brauche ich jeden Tag, um fertig zu werden, also mich morgens zu richten? Durch YouTube habe ich angefangen, mich regelmäßiger zu schminken. Das heißt, ich habe zeitweise auch wirklich gar nichts ins Gesicht gemacht und bin einfach so in die FH oder in die Schule. Das war für mich auch kein Problem. Ist es immer noch nicht, mache ich manchmal immer noch, aber es macht mir einfach Spaß, mittlerweile morgens circa 10 Minuten ins Bad zu stehen. Da mache ich mir einfach auf jeden Fall immer die Wimperntusche, das ist immer. Ansonsten mache ich immer noch Puder. Die beiden Sachen mache ich immer. Und dann mache ich jetzt meistens noch zwei Lidschatten, eben hell und dunkel außen. Oftmals jetzt sogar mittlerweile eine Eyebase, weil es auch ganz schnell geht. Und was ich auch jetzt immer mache, ist hier konturieren. Und da brauche ich circa 10 Minuten morgens im Bad für komplett fertig werden. Ja. Mein Lieblingsvideo auf YouTube. Oh Gott, es gibt so viele tolle Videos und es gibt jetzt keins, was ich mir jetzt 10.000 Mal immer wieder angucke. Aber jetzt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, gibt es ein Video, das hat aber nichts mit Beauty zu tun, ist aber von einer Beauty-YouTuberin und zwar von dieser Evelina Kutzer. Ich glaube, jetzt heißt sie auch, oder heißt sie heißt Barry oder ich weiß nicht genau. Sie hat auf jeden Fall geheiratet und um das Video geht es auch. Sie hat ein Hochzeitsvideo hochgeladen, da war sie in der Zeit blondiert. Ist sie ja jetzt wieder und ich fand es einfach so traumhaft schön und so toll geschnitten und ja, so eine richtige Traumhochzeit und das finde ich richtig schön, das Video. Ein YouTuber, den ich anschaue und bei dem ich finde, dass der eigentlich mehr Zuschauer und Abonnenten verdient hat, als sie in dem Moment haben hat, also einen soll ich nennen und ja, da gibt es relativ viele, wie ich finde. Aber ich muss jetzt einfach auf meine Lieblings-YouTuberin oder Mit-Lieblings-YouTuberin zurückgreifen und das ist Britney Gray. Das ist eine Amerikanerin, die lebt in Los Angeles oder halt Kalifornien, soweit ich weiß, in Los Angeles. Und die macht jetzt gerade nicht ganz so viele Videos, weil sie ziemlich viel Stress hatte mit Prüfungen und so weiter. Sie ist nämlich, war auf einer Kosmetikschule, also hat sie auch Friseur noch gelernt und solche Sachen. Und ich finde halt einfach die Tipps von ihr toll. Und ich mag ihre Persönlichkeit unheimlich gern. Am Anfang, wenn man sie zum ersten Mal sieht, könnte man meinen, sie ist gelangweilt oder eingebildet. Aber wenn man mal ein bisschen von ihr schaut, ist es einfach so eine ganz eigene Art. Und die gefällt mir richtig gut. Und ich finde sie bildhübsch. Und ich schaue ihre Videos total gern. Und sie hat, ich weiß nicht mehr genau, wie viele wie viele Abonnenten. Sie hat, glaube ich, um die 30.000 oder so. Und für eine Amerikanerin finde ich das doch ziemlich wenig. Gut, sie hat ihren YouTube-Kanal mal geändert und so, aber also ich finde sie halt richtig toll. Und sie hat auf jeden Fall mehr verdient. Natürlich gibt es in Deutschland auch zahlreiche YouTuber. Ich kann jetzt aber nicht alle aufzählen und ich möchte niemand auf den Schlips drehen. Deswegen halte ich mich an Amerika. Ja, also dann sage ich einfach mal Britney Gray. Jetzt heißt sie aber Britney Wins. Sie hieß Britney and Gray. Jetzt heißt sie... Britney Wins heißt der neue Channel, der ist auf meinem Kanal verlinkt, auf der einen Seite, wo eben die Kanäle verlinkt sind. Eine Sache, über die ich, auf die ich mich freue im nächsten Jahr. Also jetzt irgendwas Spezielles steht nicht an, also jetzt irgendwie ein Event oder so irgendwas, aber ich freue mich schon drauf, also ich meine jetzt mit YouTube bezogen, ich freue mich schon drauf, wieder Outfit-Videos zu machen. Auch draußen dann mehr. Ich will mich da noch ein bisschen mehr reinhängen mit den Outfit-Videos. Auch ein bisschen mehr austesten. Ich will meinen Kleiderschrank umstellen. Und da freue ich mich drauf. Und ansonsten privat freue ich mich unheimlich drauf, weil wir ausziehen werden. Ja, da freue ich mich unendlich drauf.
Und da hoffe ich, dass wir eine schöne Wohnung haben, in der ich auch gut drehen kann. Also es ist schon so ein bisschen ein Haken bei einer Wohnung. Das muss auf jeden Fall eigentlich da sein. Irgendein Ort, wo ich gut drehen kann. Und ich hoffe auch, dass da draußen schöne Orte gibt, weil hier gibt es es nicht so wirklich, zumindest meines Wissens nach, obwohl ich hier 26 Jahre lebe. Ja, und noch unmittelbarer, also noch dieses Jahr, freue ich mich, weil wir gehen noch nach Paris. Ich freue mich so unendlich. Das habe ich nämlich gewonnen. Und ja, ich freue mich so unendlich drauf, weil Paris war schon so lange im Gespräch, auch weil mein Freund halb Franzose ist. Und ja, ich freue mich so unendlich drauf. Da gehen wir im November und da werde ich euch auf jeden Fall noch davon berichten. Und da bin ich schon total aufgeregt. So, dann mein komischster Moment beim Film. Eigentlich gibt es keine komischen Momente, weil ich mich da sehr wohl fühle, so jetzt mit euch vor der Kamera. Aber was komisch schon war, war, wenn, als am Anfang mein Freund eben hier zu mir gezogen ist, als er dann sozusagen reingekommen ist, während ich gedreht habe, weil normalerweise bin ich immer allein. Es ist für mich allgemein noch komisch, wenn Leute mit mir im Video sind. Ja, also als er reinkam, das war ein sehr komischer Moment. Da habe ich auch ein Outtake-Video mal draus gemacht. Also es kam drin vor. Und was auch eben komisch ist, wie gerade gesagt, wenn ich mit anderen zusammendrehe, ich habe rund 600 Videos und davon sind 99,999% komplett ich allein vor der Kamera und zwei Stück habe ich ja mit anderen und da bin ich einfach so unendlich nervös und das fällt mir auch nicht so einfach zu reden, aber ich möchte es üben und ich möchte es gern öfter machen. Eben die Videos mit der June waren am Anfang noch sehr seltsam, das zweite Video ging dann schon und das auch mit Wingman. Da wollte ich mich auch noch bedanken für eure Reaktion. Ich habe mich so gefreut, dass ihr das Video alle geschaut habt und es wird eben noch mehr folgen. Ja, aber das waren komische Momente für mich, einfach mit anderen zusammenzudrehen. Wie lange dauert es, bis ich mich für ein Video vorbereitet habe? Also, da ich weiß nicht, ob gemeint ist jetzt nur Styling oder allgemein präparieren. Also, ich sage jetzt mal so, allgemein alles vorbereiten dauert bei so einem Hobbyvideo 3 Minuten oder so, okay, 5 Minuten, bis halt Licht alles richtig steht, Bild eingestellt ist und ich die Sachen hergeworfen habe. Bei einem Tag-Video dauert es 10 Minuten Vorbereitung, bis ich die Fragen alle rausgeholt habe aus dem Internet und so weiter. Ja, aber geht sehr schnell. Bei einem Tutorial dauert es manchmal bis zu einer halben Stunde, bis ich wirklich alles da habe, was ich brauche, bis das Licht richtig ist und die Kamera eingestellt ist. Und ich selber richte mich für Videos im Prinzip eigentlich gar nicht, weil ich die drehe, nachdem ich mich für den Tag gerichtet habe. Somit zähle ich das eigentlich gar nicht als Vorbereitungszeit. Also ich würde mal insgesamt sagen, maximal 15 Minuten dauert die Vorbereitung. Aber jetzt die Halloween-Tutorials, die Vorbereitung hat deutlich länger gedauert, weil ich ja einen richtigen Hintergrund aufgebaut habe. Der hat schon eine Weile gedauert. Trage ich während dem Videodrehen Jogginghose oder bin ich komplett gestylt mit Schuhen und drum und dran? Wie mache ich das? Ja, ich gehöre zu der Fraktion, die sich nur obenrum anzieht. Gerade weil ich auch. Also ich habe unten meine Schlafanzughose noch an. Es ist nämlich jetzt gerade morgens und ich gehe nachher zur Hochschule. Das heißt, ich drehe vorwiegend, wie ich vorhin gesagt habe, vormittags und dann ist es so, dass ich ja halt aufstehe, dann ziehe ich mich oder mache ich mich frisch, dann frühstücke ich, dann ziehe ich mir obenrum schon was an, weil die Schlafanzughose ist eigentlich eine Art Jogginghose und dann richte ich mich so, schmink mich später für die Hochschule, weil ich vorwiegend erst ab 11 Uhr bis eher mittags Vorlesungen habe. Und dann zwischendrin drehe ich noch und dann ziehe ich mir nicht schon Jeans und so an. Sieht man ja nicht im Video. Deswegen habe ich meistens bequeme Hosen an. Die letzte Frage: Auf was bin ich am meisten stolz in meinem Leben? Und es gibt ein paar Sachen, über die ich froh bin, dass ich sie gemacht habe und auf die ich stolz bin. Aber wenn ich jetzt halt so drüber nachdenke, es hört sich jetzt vielleicht irgendwie blöd an, aber ich bin stolz drauf, dass ich gelernt habe, eben glücklich zu sein. Wie soll ich das sagen? Früher war ich oft schon so neidisch und also gerade vor allem in der Pubertät habe ich dann gedacht, ah, oh, ich will das auch und ich will so dünn sein und ich möchte die Haare haben und wenn es dann jemand hatte, wenn es dann jemand Hübsches gab. Zum Beispiel war ich mit Freunden unterwegs, auch mit Jungs, und dann haben die gesagt, oh, die da drüben ist total hübsch. Und die war einfach bildhübsch. Und dann habe ich einfach nur gesagt, nein, guck doch mal die Nase an, weil halt das einzigste Schlechte an der war. Und dabei fühlt man sich einfach auch schlecht und dadurch wird alles nicht besser. Und ich habe einfach
Ich weiß nicht mehr, wann das war und wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat mir zu mir gesagt, wenn du anderen das Glück gönnst, eben dann geht es dir auch besser. Und das habe ich dann angefangen, ich weiß nicht, so mit 16, 17, dass ich anderen einfach gesagt habe, du bist hübsch. Und darauf bin ich stolz, dass ich den Schritt geschafft habe, weil es mir seitdem viel besser geht. Ich bin glücklich, ich komme mit allem viel besser zurecht. Und wenn man glücklich ist und gut gelaunt, dann klappt auch irgendwie alles andere von allein. Und das ist so das, worauf ich stolz bin. Und ich wünsche es jedem von euch, dass ihr das auch schafft. Oder vielleicht macht ihr das schon, dann bin ich stolz auf euch. Und ja, ein schöner Schluss. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch andere Tags haben wollt, dann könnt ihr mal unter diesem Video eure Lieblingstags schreiben. Und dann gucke ich mal, was oft vorkommt oder was vielleicht viele Daumen hoch bekommt, also von euren Vorschlägen. Und vielleicht mache ich das dann in einem der nächsten Videos. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!